Eingelegenes, hallo Blöde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, etwas ungewöhnlich, der Video-Upload-Tag, allerdings konntet ihr am Titel schon lesen, mein Fazit zu World of Warcraft Legion. Ja, wo fangen wir an? Also ich würde mal sagen, ich fasse in den nächsten Minuten mal zusammen, was mir persönlich sehr gefallen hat, wo ich sagen muss, huh, das war ein bisschen stark und ja, aber mal im Großen und Ganzen unterm Strich toll. Echt nice Blizzard, also wirklich eines der hervorragendsten Add-ons seit langem, würde ich jetzt mal sagen. Für mich persönlich, das ist jetzt alles meine Meinung, so wie ich es empfinde. Ich habe ja 110 mittlerweile erreicht. Yeah! Und ja, wie gesagt, unterm Strich nice. Ich würde mal sagen, nachdem wir hier schon beim Altar stehen, fange ich auch gleich hier direkt an, über die Artefaktwaffe zu quatschen. Ich habe ja angelegt, Treffsicherheit der erste Artefaktwaffe für die Skillung, die man hat, farmt man sich eh gleich als erstes, das ist eines der ersten Schritte. Dann nach und nach kommen die anderen dazu, die man sich eben holen kann. Fangklaue habe ich auch schon eine Weile und zu guter Letzt habe ich mir auch den Titanenblitz geholt. Die Titanenblitz-Questreihe war wow, die war stark, muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr nice gestaltet, aber wirklich auch, ich finde, schwer. Also ich habe das mit Treffsicherheit gespielt. Wo ich mich ja frage, wäre es erforderlich gewesen, Tierschaft zu spielen? Das war mir nicht ganz klar. Man wird zwar am Anfang, bevor man die Quest startet, gefragt, ob man jetzt auf Tierschaft umswitchen will. Allerdings habe ich das abgelehnt, weil ich mir dachte, ich will jetzt da umskillen, bla bla bla. Aber okay. Ich habe es dann trotzdem geschafft. Aber wirklich, die Questreihe ist echt nice. Von daher auch einen Daumen nach oben auf alle Fälle. Ja, Titanenblitz selber bringt ja ein Pet mit sich, das hier in der Waffe quasi gefangen ist und das man eben freilässt, weil man das Ding angelegt hat. Genau, der Hattie. Hattie heißt er. Deswegen können auch Tierschaftsjäger zwei Pets hier haben. Und sehr viele haben eben zwei so Geisterbestien, weil der Hattie sieht aus wie eine Geisterbestie und dann fahren sich noch jemand den Skull oder was auch immer. So legendäre Geisterbestien gibt es ja genug. Ja, nächster Schritt Anhänger würde ich mal sagen, beziehungsweise auch die Speerkarte. Auch sehr geil, also da vor allem, da kann ich euch eine große Empfehlung aussprechen, ist für Smartphone die Legion Companion App runterladen. Wenn ihr mal nicht online seid, könnt ihr jederzeit eure Anhänger quasi verwalten, auf Missionen schicken, auch die Gegenstände einsammeln, die landen dann euch in eurem Inventar. Ich habe immer auch Missionen gemacht, wo ich EP für meinen Charakter bekomme, wenn ich mich einlogge, habe ich gleich wieder einen EP-Fortschritt gehabt. Das war wirklich nice, hat prima funktioniert, also wirklich die App kann man nur schwerstens empfehlen, weil man hier gerade voll im Legion-Fieber ist. Ja, ansonsten missionstechnisch hier, ja, anhängertechnisch, das ist ganz okay gestaltet, die bauen sich auch langsam dazu auf, ich habe vorhin auch welche dazu bekommen, das ist ganz nett gemacht, wie man sagt. Wir gehen jetzt mal kurz auf Dalaran, ein Location-Wechsel quasi. Und ja, nächster Punkt, den ich hier noch durchbesprechen will, ist Berufe. Ich habe Lederverarbeitung eben gewählt und habe auch schon eher die Lederverarbeitung als Jäger in meinem Beruf Baum quasi drinnen, also als Beruf erlernt, so klingt es natürlich vernünftig. Gutes Deutsch ist nicht meine Stärke. Und ja, ich muss sagen, für meinen Geschmack, da muss ich jetzt zwar ein bisschen Kritik aussprechen, ist jetzt zwar meckern auf hohem Niveau, aber für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu viel, wenn ihr mich fragt, weil, ich sag mal so, sie haben Berufskillen attraktiver gestaltet, im Sinne von mehreren Quests, allerdings haben sie jetzt fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, finde ich, weil es ist gar nicht so ohne, wenn ich ehrlich sein darf, hier die ganzen Quests zu erledigen, sie sind wirklich handlungstechnisch ein Nebeneffekt, der vielleicht ein bisschen aufhält beim eigentlichen Leveln. Weil so viel EP davon bekommt man nicht, dass man sagt, man könnte davon profitieren. Und es ist doch auch ein Stückchen Arbeit, was damit verbunden ist. Aber okay, ich bin noch nicht ganz durch, es fehlen noch ein paar, einige habe ich eben schon. Aber ja, ist Geschmackssache. Sie haben es auf alle Fälle attraktiver gestaltet, intensiver. Und das kann man ihnen nicht übel nehmen, allerdings halt für meinen Geschmack in Lederverarbeitung ist ein bisschen zu viel. Nur gut. So, wenn wir schon von Quests reden, that Überleitung, reden wir nochmal kurz über die Questgebiete. Auf alle Fälle, alle Questgebiete sind sehr nice, kann ich auch schwerstens eben nur weiterempfehlen, Legion zu spielen. Ich empfehle quasi jetzt, und was ich so an Erfahrung gesammelt habe, meiner Meinung nach, ist halt
Es ist ja grundsätzlich wurscht, wo man anfängt zu questen. Komplett im Uhrzeigersinn hier um rüber gequestet, also auf der Karte gesehen. Und ich habe auch schon quasi so einen Guide gelesen. Kann man Level Guide sagen, wenn es egal ist, wo man anfängt, weil die Questgebiete eh mit einem Level mitgehen. Kann man eigentlich nicht. Aber man muss ein bisschen wahrscheinlich abwiegen, wo ist der Start quasi am einfachsten. Es ist jetzt irgendwie schwierig zu beschreiben, aber wo bekommt man quasi zu Beginn gleich für ein paar Minuten viele EP so quasi. Das macht den Level Guide aus. Da kann ich halt empfehlen, entweder Hochberg oder Sturmheim, obwohl ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, Sturmheim wäre eher zu empfehlen, weil man hier ein Szenario startet, da bekommt man gleich am Anfang viele EP, das geht auch relativ zügig. Das kann man, finde ich, schon weiterempfehlen. Hochberg ist auch so nice, da habe ich mit dem Jäger angefangen. Das geht auch relativ zügig, da war ich sehr flott durch. Es hat sich halt sehr gut getroffen mit dem Jäger, weil eben die Volltrefferhütte am Hochberg liegt. Und dann hat man halt keine großen Wegzeiten, man ist immer überall quasi gleich dort. Und das hat sehr gut gepasst. Aber ja, das hat, wie gesagt, Geschmackssache. Was ich allerdings ein bisschen wie bei Asuna doof finde, ist jetzt selber, da bin ich noch nicht ganz durch, also mit der Hauptgeschichte in Asuna bin ich durch, aber das ist so ein bisschen, man fängt hier an beim Verteidigungsposten der Illidari, dann geht man hier gegen Westen, dann wird man in den Norden geschickt, dann wieder ein bisschen zurück, dann hier nach rechts, das war ein bisschen, das fand ich nicht so prickelnd, weil es ein bisschen ein Vor- und Zurück war, es waren so unnötige Wegzeiten quasi am Start, wo ich sagen muss, das hätte man auch nicht so machen müssen, hätte man irgendwie ein bisschen in einem System quasi abarbeiten können, das ganze Asuna. Aber auch trotzdem schöne Landschaft, alle Landschaften hier mega toll, kann man nicht sagen. Auf mich warten noch sehr viel Arbeit, sehr viel zu machen, viel Artefakt nachsammeln, Artefaktwissen höhen, Surama-Quests, also ja, ich glaube, da mache ich nochmal ein extra Video dazu und gehe nochmal drauf ein bisschen ein, wie wir hier quasi, ja, wie ich hier quasi weiter verfahre und was ich euch dann noch zu berichten habe. Das war mein erstes Gesamtfazit von World of Warcraft Legion. In dem Sinne bedanke ich mich auch schon wieder, ich will sie gar nicht zu lange machen und habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag. In diesem Sinne, ich bin raus, sag tschüss, ciao und bye bye.